Hier ist Mana TV mit den Tagesthemen. Aloha und willkommen zu den Mana News. Scherbenwelt. Nachdem vor kurzem die vierte Phase erschienen ist, wurde mit dieser still und heimlich eine weitere Änderung ins Spiel gebracht, welche man zuvor noch nicht auf dem Schirm hatte. Die Zugangsquest für den T6-Content, namentlich der Schwarze Tempel sowie Mount Hyjal, wurden entfernt. Demnach gibt es keinen Raid mehr, welcher eine Vorquest erfordert. Die Vorquests hatten geschichtlich sehr viel zu bieten, wurden aber spätestens dann redundant, wenn man sie ein zweites oder drittes Mal gemacht hat. Ein guter Schritt, um die kleine, aber doch sehr nervige Einstiegshürde in den letzten Raid-Content zu minimieren. Via Hotfix und ohne große Ankündigung wurden die PvP-Gegenstände mit Zaubertempo-Wertung ins Spiel reingepatcht. Im Hintergrund seht ihr das Schmuckstück, den Ring sowie den Hals ganz rechts. Diese sind alle für Ehre und ein paar wenig Schlachtfeldmarken zu bekommen. Keine schlechten Items, wobei der Ring ohne Zauberschaden schon etwas aus der Wäsche schaut. Nordend. Es hat begonnen. Ähnlich wie auch ein paar Monate vor der offiziellen Ankündigung zu The Burning Crusade wurde an eine Handvoll Spieler E-Mail-Umfragen gesendet. Besagte Umfragen beinhalteten drei Fragen zu Wrath of the Lich King sowie zwei weitere allgemeine Fragen zu der Fraktionsbalance auf den jetzigen TBC-Servern. Die Fragen lauten wie folgt. Hast du damals Wrath of the Lich King gespielt, als es ursprünglich zwischen 2008 und 2010 veröffentlicht wurde? Wie sehr interessiert dich eine Classic-Version von Wrath of the Lich King? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du die Classic-Version von Wrath of the Lich King spielen wirst? Die beiden letzteren Fragen konnten auf einer Skala von sehr unwahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich beantwortet werden. Kommen wir nun zu den Fraktionsbalance-Fragen. Wie würdest du die Fraktionsbalance von deinem Server beschreiben? Hier waren die Antwortmöglichkeiten wenig, mittel und gut ausgeglichen. Die zweite Frage war, würdest du in den nächsten 30 Tagen The Burning Crusade oder Classic Season of Mastery spielen, wenn die Fraktions- und Populationsprobleme gelöst werden? Die Fraktionsbalance ist in einem MMORPG sehr wichtig, wobei diese seit The Burning Crusade und dem Fliegen in den Hintergrund gerutscht ist. Wenn ihr selbst bei solchen Umfragen mitmachen wollt, dann schaut doch in den Community-Tab unseres Channels hinein. Hier stellen wir regelmäßig Umfragen zu Wrath of the Lich King. Schreibt uns zudem unbedingt mal eure Meinung zu der Umfrage in die Kommentare. Habt ihr damals schon Wrath of the Lich King gespielt? Freut ihr euch schon auf die Classic-Version? Und falls ja, wann meint ihr, wird sie erscheinen? Einen weiteren Hinweis zu Wrath of the Lich King konnten Dataminer in einem der letzten Updates der TBC Public Test Realm Manifest Interface Data Datenbank finden. Hier wurden einige Zeilen gefunden, welche sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf den blauen Login-Button der Login-Seite beziehen. Auch das war ein paar Monate vor The Burning Crusade dasselbe Spiel. Dort wurden etliche Dateien und Inhalte gefunden, welche auf einen Release von The Burning Crusade hindeuteten. Meinungen nach ist Wrath of the Lich King nur noch eine Frage der Zeit und wird aller Vermutung nach sogar noch dieses Jahr erscheinen. Irvine, California. Am Dienstag, dem 19. April 2022, wird Blizzard offiziell ihre neue Erweiterung ankündigen. Wir zitieren hierzu einen Beitrag von Blizzard. Am 19. April enthüllt das Entwicklerteam von World of Warcraft die nächste Erweiterung. Wir möchten euch gerne zeigen, woran wir in den letzten Monaten gearbeitet haben und wo euch eure Abenteuer in Azeroth als nächstes hinführen werden. John Hyde, General Manager von Warcraft auf der offiziellen WoW-Homepage. Den kompletten Artikel verlinken wir in der Videobeschreibung. Gerüchten zufolge könnte es in der nächsten WoW-Retail-Erweiterung auf die Dracheninseln namens Galakaros gehen und die neue Heldenklasse namens Tinker ins Spiel kommen. Zudem soll das Feature der lebenden Welt eingeführt werden, welches Zonen und Gebiete dynamisch über Wochen, Tage und Monate verändert. Die Allianz und die Horde sollen zudem weiter zusammengeführt werden. So soll man unter anderem zusammen World-Events erledigen oder sogar gemeinsam in derselben Gilde sein können. Hierbei handelt es sich allerdings um reine Spekulation. Jegliche genannten Infos stammen aus einem Leak, welcher frei erfunden sein könnte. Des Weiteren könnte auf besagtem Online-Event am 19. April sehr wahrscheinlich das Release-Datum zu Wrath of the Lich King Classic bekannt gegeben werden. Das hätte den Vorteil, dass man jetzt schon den Hype ankurbelt, obwohl es vermutlich noch bis mindestens Dezember 2022 dauern kann. Viele Spieler würden vermutlich zurückkommen, wenn sie wissen würden, dass Wrath of the Lich King definitiv noch dieses Jahr erscheinen wird. Sei es nur, um die Twinks auf Level 70 zu bringen oder den Main-Char noch mit gutem Gear auszustatten, damit es dieser leichter auf dem Weg nach Level 80 hat. Zu guter Letzt noch Werbung. Heute wollen wir euch noch zwei fantastische The Burning Crusade Streamer vorstellen. Wenn ihr in unser Mana Crew Raid Geschehen reinschauen möchtet, dann empfehlen wir euch unseren Punko. Dieser raidet montags und mittwochs mit seinem Jäger. Punko ist dem einen oder anderen vielleicht schon aus unserem Hunter Guide bekannt. Bei diesem hatten wir ihn schon vor dem Burning Crusade Release 36 Minuten zum Jäger ausgefragt. Neben unseren Raids streamt er zudem noch hin und wieder mit seinem Feral-Druiden-Kollegen 2 gegen 2 Arena. Eine Kombi, die man nicht täglich sieht.
Den Link dazu findet ihr im ersten Kommentar. Als zweiten Streamer wollen wir euch heute Falgan empfehlen. Falgan ist Raidleiter bei den Early Birds, welche, wie der Name es bereits vermuten lässt, vor allem vormittags unterwegs sind. Zudem gibt es bei ihm jeden Freitag einen Raid- und Gold-DKP-Marathon von 8 Uhr in der Früh bis spät in den Abend hinein. Sehr unterhaltsam und für jeden Spaß zu haben. In diesem Sinne, lasst uns gerne ein Abo sowie einen Daumen da und schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video.